Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 214 von Avorion. Ja, unser Autopilot ist unterwegs zur Forschungsstation. Da wollen wir gleich gucken, dass wir da ein paar Sachen umtauschen und gucken, wie weit wir da kommen, was für tolle Waffen wir dann daraus bauen können. Und naja, jetzt ist die Batterie leer. Aber das kriegen wir gleich schon wieder in den Griff. Ich würde sagen, wir gucken da im Intro weiter. Ne? Bis gleich. So, da sind wir auf dem Weg zum Docken. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so weit, glaube ich. Ne? Ja, 10 passt, das ist schon mal gut. Dann werden wir da gleich reingucken und hoffen, dass wir da irgendwelche Forschungsteile passend hinkriegen, dass wir vor allem dann irgendwie dieses Spezial-Xotan-Teil da hinkriegen. Ne? Ja, der dockt jetzt ganz speziell an wahrscheinlich. Ja, da jetzt kommt's. Okay, jetzt geht's, dass er da schafft, dran zu klammern sich. Ja. 1,1, okay. Schauen wir mal. Und soweit ist, oder? Haben wir schon gedockt? Nein. Interagieren. Traktorstrahl ist klar. 10, 9, 8, 7. Jetzt muss aber mal gedockt sein, ne, oder? Ist schon 0 und ist doch nicht gedockt, oder was? Jetzt ist er erst gedockt, okay. Gut. Forschen. Präzisions-Duos-Dinger. Keine Ahnung, wofür die alle gut sind, ne? So, wir packen erstmal Klamotten da rein, die von unten sind. Das ist hier alles, was mit Waffensystem zu tun ist, ne? Pack den auch noch rein. So, forschen. Wieso geht das nicht? An Forschungs-KI für, du musst der Station gedockt sein. Ich bin bei einer. Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Mann, ey. Jetzt ist das alles wieder für die Katz gewesen, ne? Ne. Den wollte ich. Und die beiden wollte ich. Und jetzt forschen wir. Geschütztes Kontrollsystem haben wir dafür gekriegt. Sehr gut. Was ist das? Eine Frachtraumerweiterung. Zweimal das Ganze mit einem Schildbooster. Auch zweimal das Ganze. Was ist das? Transporter-Software. Kommt da auch noch rein. Forschen. Und was kommt raus? Ein Beschützer. Dann haben wir hier ein Rückraum-Subsystem. Radarverstärker zweimal. Hier ein Detektor, machen wir da auch noch rein. Und dann Abschirmer. Zack, forschen, kommt raus. Abdeckender Radarverstärker, okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen. Beschützer. Geschützturm, noch ein Geschützturm. Doppelmaschinengeschützturm. Und das sind dreifach. Ne, ist auch ein Doppel. Lassen wir Mining. Bergbauer. Was kommt raus? Ein Beschützer. Maschinengeschützturm. Haben wir dreimal da. Das hier ist ein aufbereitender Bergbauer. Der geht dann da auch noch rein. Gucken, was rauskommt. Aufbereitender Bergbauer in grün. Sehr schön. Und diese drei noch da rein. Was haben wir hier noch? Standard Doppel-Tesla-Kanone und das ist eine Standard-Pilot. Ja, passt. Profi-Duo-Maschinengeschützturm. Sehr gut. Alle sind weg. Was ist das? Nachrichtenübermitter. Verbrauchsgegenstand. Kann von Spielern eingesetzt werden. Das ist eine Nachricht für andere. Nur der Besitzer des Senders kann die Nachricht ändern. Okay.
Gebrauchsgegenstand kann durch mich eingesetzt werden. Erlaubt dir, einen Sektor umzubinden, falls du ein oder eins. Okay, das ist ja sehr interessant. Sektor-Markierboje. Die kenne ich alle nicht, die Sachen. Die Kupikwati, Nordost. Da gibt es Karten, die haben wir noch nicht mal eingesetzt, ey. So, Geschützkontrollsysteme hier, 5 Stück an der Zahl. Das ist schon mal gut, dann können wir alle da reinbuttern. Das gibt es dann auch in Blau. Weiter geht's. Haben wir noch eins? Ja, und hier sind 5. Können wir da auch reinbuttern. Und fertig. Das gibt es dann auch in Blau. So, nochmal ein Geschützkontrollsystem. Haben wir 2 von. Frachtraumerweiterung kommt dann noch rein halt und diese 2. Mal gucken, was dabei rauskommt. Welcher war das jetzt? Der, ne? Ja. Und Frachtraumerweiterung in Blau. So, was haben wir hier? Ein Generator-Subsystem. Schildumwandler. Noch ein Schildumwandler. Antriebsbooster. Dreiköpfige Hydra. Okay, und das hier ist ein Hyperraumverstärker-Subsystem. Nehmen wir das mal. Das mit der dreiköpfigen Hydra, bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das machen wollen. Gefechtsgeschützkontrollsystem haben wir 2, 3 und hier haben wir noch eins. Haben wir noch ein viertes? Nicht wirklich, ne? Haben wir das Bergbausystem da rein. Und wir haben aber ein Geschützkontrollsystem rausbekommen. Sehr gut. So, das ist hier ein Hyperraumbooster-Subsystem. Nehmen wir erstmal ein Handelssystem. Da haben wir mehrere von, also nehmen wir erstmal die Handelssysteme da rein. Gibt es noch eins? Ich glaube nicht, ne? Zack, was kommt raus? Ein Handelssystem. Gut. Hier haben wir noch Radarverstärker. Und da ist nochmal eins, eine andere Stufe. So, das sind alles Radarverstärker und jetzt haben wir eins. So, gut. Was ist das? Stahlner Schildionisierer. Pack den da mal rein. Wie hieß das? Stählerner Schildionisierer. Okay, und das hier ist ein Beschützer. Schildimperner. Komm, das passt doch alles zueinander hier. Das sind alles was mit Schild. Schildverstärker Gen Delta. Okay. So, was haben wir hier noch? Eine Gravitationskanone. So wie es aussieht, haben wir hier jetzt die letzten Teile. Sind, glaube ich, auch gerade 5 an der Zahl, die wir da reinpacken. Und egal, wir werden gucken, was da rauskommt. Vielleicht kommt ein Hyperraumboost-System daraus. Nee, leider nicht. Ein TR-Bergbausystem. Also auch okay. So, jetzt geht's an den Waffen. Gravitationskanone. Aber ich glaube, das ist erstmal egal, was wir da reinstecken. Hauptsache, die werden besser. So. Da sind mehrere vorhanden. Eco-Doppellaser. Und der da noch rein. Und tschüss. Super Duo-Greifer. Cool. Kraftstärke ordentlich. So, jetzt ist das und das noch über. Und hier haben wir noch eine Blaupause. Machen wir nicht. Hier immer noch Erkunder Quadrate. Okay. Geschützkontrollsystem. Haben wir reichlich da. Dann nehmen wir die doch mal da rein, oder? So, das wird ja jetzt gelb. Sehr schön. Aber da können wir noch mehr von machen, ne? So wie es aussieht, ordentlich. Noch eins wieder. Wo sind die jetzt? Da geht noch eins. Ja, noch eins. So, da haben wir jetzt noch ein Geschützkontrollsystem. Und was haben wir hier noch für Dinger? Frachtraumerweiterung, noch eine Frachtraumerweiterung und noch eine. Das ist ein Batteriebooster. Komm, gucken wir mal, was rauskommt. Frachtraumerweiterung. 10%.
Ein Geschützkontrollsystem. 2, 3. Verteidigungswaffensystem. Ist auch was mit Waffen. Auch gut. Forschen und Geschützkontrollsystem. Kommt das da noch rein? Generatorbooster können da auch rein. Und dann nehmen wir noch was dazu. Energie zu Schildumwandler. Was kommt raus? Ein Energie zu Schildumwandler in Gelb. Den da rein. Antriebsbooster kann da auch rein. Baum-Subsystem machen wir rein. Und hier ist ein Traktorstrahl-Upgrade. Aber das nehmen wir nicht. Lass uns mal ein Bergbausystem reinpacken. Hyperraumbooster, okay. Weil da waren wir 5 von den Teilen hier. Das können wir erstmal reinmachen, alles. Noch 3 davon. Weil das sind alles Geschützkontrollsysteme, dann kriegen wir auf jeden Fall eins wieder raus. So, hier ist ein Traktorstahl-Upgrade, ein Blau, das kriegen wir dann in Gelb. Und ja, 5 Stück von da, ne? Wunderbar. Und dann haben wir hier... Ja, was nehmen wir da? Transporter-Software. C43-Detektor und Transporter-Software packen wir mal zusammen rein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Obwohl, wir nehmen den wieder raus. Wie kriege ich den raus? Rechtsklick? Ja, weil da war ein grüner in der Sorte noch, ne? Da, oder? Ne, es war ein Höchstgeschwindigkeitsüberbrücker. Und trotzdem gelb geworden und Transporter-Software. Sehr gut. Den. Okay, da war noch. Nehmen wir den wieder raus und packen den noch rein, weil. Ach nee, das ist gar nicht. Ja, egal, forschen. Detektorsystem, okay. Ist das? Elektrohüllenpolarisierer, Distanzlaser, okay, jetzt. Haben wir den. Das sind noch 5 Stück, die wir da jetzt reinpacken, dann, oder? Sind es nur 4? Ne, es sind 5, das ist auch noch einer, ne? Ja. Gespannt, was rauskommt. Ein Bergbausubsystem. Okay, Ogonit. Distanzlaser. Aufreitende Bergbaulaser. Kommt da rein. Hier ist noch ein Verteidigungslaser. Nochmal ein Bergbaulaser. Keine Rs, nur ein R. Elite Duo-Laser ist da rausgekommen. Okay. Super Duo-Laser, Elite, effektiver doppelaufbereitender Abwracker, Doppel-Force-Pull-Cannon, ein Bergbauer und ein Maschinengeschützturm. Kommt raus, was? Ein Top-Gravitationskanone, außergewöhnlich, okay. Auch super Maschinengeschützturm, Gravitationskanone, aufbereitender Bergbauer und Doppelpoint Defense Geschützturm und es kommt raus ein distanzaufbereitender Bergbauer. Okay. Aber jetzt wahrscheinlich den wir nicht haben wollten, ne? Doppelpoint Defense Geschützturm, Dreifachpuls, Ionen, irgendwas mit Ionen. Ne, doch Ionen, Duo Maschinengeschützturm, okay. Und Distanz Doppelbergbau R. Ja. Ne, Eon Doppelmaschinengeschütz und TR. Ich dachte, es wäre ein Bergbau, ein R, war es aber wohl nicht. Maschinengeschützturm. 2-mal. Supergreifer. Verteidigungslaser. Und Super Doppelflak. Top-Verteidigungslaser. Geschützturm Defense. Auch nochmal Defense. Was ist das? Da kommen immer den Duo-Greifer und das da auch noch rein und alles ist gut. Doppelauslöschung Mining. Minigun, nicht Mining, Minigun. Gut, was haben wir hier? Nobelflak. Feuerstoßbolter. Superkanone. Nobel Doppel aufbereitender Bergbauer. Okay, dann lassen wir den Bergbauer mal sein und den auch. Gucken wir nach 2 anderen Sachen. Da ist schon mal eins und da ist noch eins. So, jetzt waren hier ein paar Bergbauer, ne? Aufbereitender Bergbauer. Auch ein R.
Das waren aber nur normale. Ist noch ein Bergbauer hier? So wie es aussieht, nicht, ne? Doch, da ist noch einer. Zack. Distanzaufbau in der Bergbau. Leider kein R. Flak. Maschinengeschützturm. Nochmal eine Flak. Blitzkanone. Plasmageschütz. Und Topflak kommt da raus. Okay. Langzeit-Dreifach-Railgun. Super-Dreifach-Defense-Skillgun oder was? Plasmageschütz. Defense-Geschütz und Langzeit-Doppel-Railgun. Langzeit-Dreifach-Railgun. Da ist nichts mehr. Rapid-Doppelflak. Super-Gravitationskanone. Feuerstoß-Dreifach-Minigun haben wir zweimal. Und hier haben wir noch eine nobel aufbereitende Butler. Piraten greifen den Sektor an. Haben wir jetzt keine Zeit für. So, jetzt haben wir hier noch einen super Doppelgreifer. Super doppel aufbereitender Butler. Plasmageschützturm. Plasmakanone. Und Distanz dreifach Point. Forschen. Plasmageschütz, okay. So, schmeiß die drei blauen da rein und ergänze sie mit zwei von hier. Komm hier den da rein. Eco-Verbrenner kommt da auch noch rein. Forschen. Ist nur ein Powerlaser raus geworden, okay. So, jetzt haben wir hier Geschützkontrollsysteme. Und da ist noch eins. Da ist jetzt ein rotes rausgekommen, exotisch. Da haben wir drei davon. Hier sind noch welche, ne? Ja. Haben wir noch eins. Hier sind noch mal drei. Und hier ist auch noch eins, ne? Ja. Und da wieder eins. So, was haben wir hier? Flachraumerweiterung. Schildumwandler. Antriebsbooster. Den gab es da zweimal, ne? Forschen wir und da kommt ein Schildumwandler raus. Rein damit. Traktorstrahl-Upgrade. Warte mal, die Blaupause nicht. Forschen, Traktorstrahl-Upgrade, okay. Das sind Scanner-Booster, da gibt es vier Stück, dann nehmen wir die natürlich alle zusammen. Ne, der war falsch. Ach, da gibt es sogar fünf. Oder? Ne, doch nicht. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Scanner-Booster, machen wir den da mit rein. Scanner-Booster erhalten. Die Hydra machen wir da rein. Und dann kriegen wir da noch bessere raus. Gut, was haben wir hier jetzt? Diese Detektoren. Transporter-Software. Schildverstärker. Und dann machen wir den da noch rein und gucken, was wir rauskriegen. Ein Detektor-Subsystem, okay. Schildbooster. Bergbausystem. Machen wir alles rein, egal. Und was haben wir? Regenerierender Schildbooster. Okay. So, das waren die Teile alle. Jetzt kommen die Waffen wieder. Bergbau. Aufbereitender Bergbauer. Bergbau. Haben wir hier noch mehr Bergbau? Ja, da ist noch einer. Da ist noch einer. Warte mal, das war hier ein normaler. Dann will ich mal gucken, ob wir noch ein R kriegen, ne? Da ist ein R.
So, das muss ein R werden, ne? Ist auch gut. Aufbereitender Bergbauer. Der aufbereitende Abwracker. Haben wir denn noch sowas? Aufbereitender Bergbauer. Warte mal, das war ein Abwracker. Gucken wir, dass wir den noch austauschen. Da. Sehr gut. Abwrackgläser. Noch ein Abwracker. Hier eben noch mehr Abwracker. Ah, da. R-Abwracker, okay, der ist dann jetzt mit dem R da drin. Und nehmen wir das Plasmageschützturm da rein. Und das wurde das Plasma dann auch. Naja. Ein Greifer, Maschinengeschützturm, Topflak, Verteidigungslaser und Duolaser. Distanzgreifer. Minigun, Maschinengeschützturm, Gravitationskanone und Langzeit-Dreifach-Railgun. Einzelner Doppelmaschinengeschützturm, okay. Doppelflak, Powerlaser, Defense-Geschütz, noch eins, Plasmakanone. Eco-Duo-Verbrenner. Dreifach, Railgun. Reparierer, Raketenwerfer, Duo-Greifer, fertig. So, jetzt geht's weiter hier. Geschützkontrollsystem. Jetzt haben wir vier davon, oder? Ist noch irgendwo sowas? Wohl nicht. Was packen wir da als letztes rein? Das. Allgemeine Schutzkontrollsystem. Legendär ist das jetzt. Ja, irgendwie müssen wir es reinschmeißen. Hat ja alle keinen Sinn, oder? Und hoffen, dass irgendwann der Kratzer mit zwei da rauskommt, oder wie war das? Nee, da muss ich noch drei von denen dann da reinschmeißen, ne? Oder wie war das? Ich werde jetzt erstmal das hier weitermachen. Das war jetzt das Einzigste, ne? Komm, den nehmen wir erst wieder raus. Doppelmaschinengeschützturm. Plasmageschützturm. Bergbauer, nee. Distanzgreifer. Eco-Renovierer. Und Verbrenner. Okay. Distanzmörser, irgendein Sprüher, ein Laser und den und den und los. So, und jetzt? Wenn man die da reinpackt, ne? Dann geht mit drei Teilen schon was. So, und jetzt muss ich aber drei andere Systeme haben, ne? Habe ich aber nur zwei. Das heißt, wir müssen erst diese Klamotten noch weiterkriegen, oder? Habe ich da noch irgendwas? Komm, wir versuchen das mal, aber das wird nichts werden, ne? Ne, funktioniert noch nicht mal.
Weil wahrscheinlich zu unterschiedlich. Geht denn sowas? Nee. Wenn man so einen da jetzt reinlegt und dann geht's nicht. Weil 1, 2, 3 verschiedene Stufen. Okay, das heißt, wir müssen noch hier so ein Teil zusammenkriegen, um das da reinzuschmeißen und hoffen, dass dann da was rauskommt. Aber keine Ahnung, ob das so richtig ist. Der Thomas Stehler weiß das bestimmt. Der wird mir das auch entschreiben, denke ich. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.